Bam! Und damit auch herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier in der Vlog-Day-Reihe auf dem Kanal von Lightning LP. Und ihr wundert euch sicherlich, warum hier, hätte ich mal lieber mein Maul gehalten, so wenig Verkehr ist. Ja, es liegt daran, dass wir Sonntag haben. Ich hatte schon, glaube ich, seit meinem Part 4 Vlog-Day keinen Sonntags-Vlog-Day mehr, beziehungsweise sonntags aufgenommen, weil ich zu 90% sonntags immer abends arbeiten war. Ja, ich bin ein bisschen aus der Puste. Ich durfte nämlich gerade noch einen Sprint hinlegen. Und ja, erstmal sorry für das Wochenende. Wir haben jetzt Sonntag. Ihr werdet das Video Sonntagabend ungefähr zu Gesicht bekommen. Wir hatten keine Ahnung Parts für euch hochgeladen. Lag aber nicht daran, dass wir keinen Bock hatten, sie hochzuladen, sondern wir hatten einfach keine mehr. Wir haben es total vercheckt, dass wir gar keine Parts mehr aufgenommen hatten. Wir dachten, wir hätten noch zwei Parts aufgenommen, aber hatten wir gar nicht. Und das ist das Schlimme daran. Jetzt stehen wir da komplett ohne Anno-Parts. Dafür gab es aber heute Mittag irgendwann um 12 Uhr eine weitere Folge von Project Hardlife, weil ich da noch so viel in Vorproduktion bin. Ich bin, glaube ich, bei Part 44, 45 irgendwo auf dem Desktop. Ja, und so ist das halt. Und man kann auch gar nichts machen jetzt. Jetzt habt ihr halt Hardlife noch eine extra Folge. Ist ja auch ganz cool. Was noch geiler ist, ist, dass YouTube irgendwelche spacktischen Anfälle hat. Oder es liegt wirklich daran, dass man heutzutage auf YouTube, auch wenn es in den Netzwerken selbst nicht verankert ist in den AGBs, was man einem zweiten Netzwerk anbelangen darf, so dass YouTube das aktuellste Netzwerk einträgt. Unter, wenn ihr die Kanalinformation von euch habt, steht da immer Kanalpartner bestätigt, bla bla bla. Und darunter steht dann Netzwerk und ID-Content und den ganzen anderen Scheiß. Und da ist nur noch Affinity Network drin. Was mich natürlich freut, weil das jetzt mein Hauptnetzwerk ist. X-Manager ist damit rausgefallen. Das Problem war bei X-Manager einfach nur, dass viele sagen gar nicht X-Manager, dass ich nur supported wurde. Das heißt, ich habe weder irgendwelchen Content-Schutz gehabt oder sonst irgendwas, weil ich einfach viel zu klein war und auch nur reingerutscht bin, weil ich einen Antrag gestellt habe und der auch eingenommen wurde. Und das Gute daran ist, dass man keine Verpflichtungszeit hat. Genau wie jetzt bei Affinity Network ist es so, dass wir ein Null-Jahres-Locker haben. Sprich, ihr könnt jederzeit wieder austreten. Und das ist einfach so genial. Ich hatte ja es in dem letzten Vlog, der auch schon nochmal erwähnt, so ein paar Informationen über das Netzwerk, The Order, Affinity Network und, und. Das sind ja alles verschiedene Netzwerke, die sich zu einem zusammengefunden haben. Und das finde ich einfach so wahnsinnig, weil das einfach auf YouTube fehlt. Und das Video hat jetzt mal über, ich glaube, 170 Views einfach innerhalb von 2 Tagen. Für den Kanal ist das echt ganz okay. Ich freue mich echt. Und jetzt finde ich auch endlich diese ganzen neuen Funktionen, die die YouTuber dann bekommen, wenn sie halt full, oder wie sagt man da, ich glaube, volle Partner bei einem Netzwerk sind. Wie zum Beispiel lange Werbeclips ohne Überspringen, normale Werbeclips ohne Überspringen und. Den ganzen Scheiß gab es gar nicht, dann kann man Content-ID-Schutz benutzen, der auch ganz praktisch ist, wobei ich mich da nochmal echt schlau machen muss, was das alles kann. Und wofür überhaupt das ganz gut ist, weil es gibt die Funktion Web-TV und Filme? Filme, ja, und ich glaube, so kommen auch diese ganzen Urheberrechtsansprüche in Kauf und so werden die überhaupt erst rausgefiltert. Jetzt verstehe ich die ganzen Penner auf YouTube, die so gerne ja, den ganzen Urheberrechtsscheiß einreichen. Das geht nur über diesen Content-ID-Shirt, so viel wissen wir mittlerweile. Und was viel geiler ist, ist der Zweitkanal. Es steht in meiner Videobeschreibung bzw. oben in meinem Hauptkanalbanner Zweitkanal Ausbau oder im Ausbau. Und die Leute sind so geil einfach drauf, die Community der Anime, des Anime-Kanals sind so gut drauf. Wir haben innerhalb von 28 Tagen einfach mal instant 50 Abonnenten gemacht auf dem Kanal, wo ich mir gedacht habe, Kommentare en masse und Views en masse. Der Kanal hat im letzten Monat, muss ich ehrlich gestehen, mehr
Views gemacht als mein Hauptkanal. Und das ist schon echt, ich weiß nicht, ob das peinlich ist oder einfach nur geil. Ich freue mich echt mega. Und ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt schon einen Vlog darüber hochgeladen habe. Ich hatte einen aufgenommen, aber ich weiß noch nicht, ob ich ihn hochgeladen hatte. Wo ich auch nochmal gesagt habe, dass ich es einfach total feier, dass so viele Kommentare zustande gekommen sind und einfach das so gefeiert wird. Und ich Wahnsinn, also dieses kleine, aber feine Nische-Anime-Segment, dass das wirklich so viel Potenzial mittlerweile immer noch, oder nicht mittlerweile, sondern immer noch hat und immer mehr wird, finde ich einfach so genial. Und das feiere ich einfach und ich feiere euch, dass ihr da so aktiv mitwirkt, weil ohne euch würde das gar nicht hier in Deutschland überhaupt zustande kommen und die ganzen Anime-Publisher würden sofort übers Boot springen und sagen, nö, warum sollen wir denn irgendwelche neuen Animes hochladen oder Anime hochladen, mir fehlt irgendwie die Spucke im Hals. Und ja, Sonntagmorgen, ey, das ist gar nicht meine Zeit, wir müssen um 10 Uhr auf der Arbeit sein, wir haben heute, ja, halt, heute ist Sonntag und was macht man Sonntag so im Anfang Mai? Ja, ganz richtig, scheiß Konfirmationsfeiern. Das heißt, wir haben ein paar coole Konfirmationsfeiern, die ich echt feier. Die Feiern feiere ich auch gut. Ja, und ja, was wird es noch Neues geben? Arma 3, coole Information. Da haben wir nämlich einen neuen Partner gefunden für die 4. Staffel von Arma 3. Das Ganze wird aber auf einem ganz neuen Server und in einem ganz neuen Format aufgebaut. Sprich, wir werden Arma 3 mit dem lieben Silvali, beziehungsweise Silvai, zocken. Der Co-Administrator auf dem TeamSpeak und auf dem Feed the Beast Infinity Server von mir ist. Ich will immer Lightning sagen, aber das hört so scheiße an, wenn man in dritter Person von einem spricht. Und ich hatte vorhin noch erwähnt, warum so wenig Verkehr ist, weil wir Sonntag haben. Ich hätte mal mein Maul halten sollen, denn wir haben doch ein bisschen Verkehr. Ich laufe hier auch irgendwie im Kreis, das ist so typisch. Viele sagen ja auch immer, YouTuber, die laufen auch immer in Minecraft im Kreis. Ja, irgendwie kann man nicht beides gleichzeitig. Man kann sich nicht orientieren und nicht gleichzeitig labern, ohne irgendwie geradeaus zu gehen. Und ja, also ich feiere das. Ich hoffe, euch hat das hier auch gefallen. Diese kleine Information, Arma 3 wird weitergehen und das auch in Kürze sogar. Also das werdet ihr in Kürze feiern dürfen. Und ich würde sagen, ich werde euch auch in den nächsten Tagen schon die ersten Clips mal hochladen. Das wird kein Let's Play sein, sondern wirklich nur 2 Videos, die wir jetzt schon aufgenommen haben. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein, euer Lightning HP und ciao!